Zwei, eins. Ja, herzlich willkommen hier bei Let's Talk. Wir sind heute in Höchst in einem persischen Restaurant, die Diana, zusammen mit dem Bahnbabo. Ja. Und dem Lino. Läuft bei ihm. Wir diskutieren heute ein bisschen über Politik, über das Leben, über den Sport und wollen einfach mal hören, ja, wie kam es überhaupt? Wie bist du der Bahnbabo geworden? Ja, ich werde das jetzt mal ein bisschen sozialverträglicher darstellen, als es tatsächlich war. Es wird sonst missverständlich wahrgenommen. Ich habe Jugendlichen was vorgemacht, was sie mir so nicht nachmachen konnten. Und dann sagten sie zu mir, du bist voll massiv, du bist klotz, du bist stabil, du bist der Bahnbau. So kam das. Ich will da jetzt nicht im Einzelnen drauf eingehen, weil das vielleicht ein bisschen hart wäre. Ja, ich meine, für viele Leute bist du ein Begriff. Wir haben uns auch schon öfter gesehen, der Bahn. Beim Bahnfahren habe ich gesehen, wie du deine Trainingseinheiten zwischen den Schichten gemacht hast, in den kurzen Pausen. Von daher, für viele junge Menschen bist du ein Begriff. Für die etwas Älteren der Stadt hat man dich erst kennengelernt, als du jetzt kürzlich ja zum Oberbürgermeisterkandidat angetreten bist. Auch gar nicht unerfolgreich von den Stimmen her. Was hat dich dazu getrieben und was hast du derzeit genommen? Ja, also ich war tatsächlich nicht unerfolgreich. Ich habe 5,1% aus dem Stand bekommen. Das sind 10.397 WählerInnen gewesen, die mir ihr Vertrauen ausgesprochen haben. Diese Menschen, keine Partei. Und ich habe dann zusammen mehr Stimmen gehabt als die FDP und die Linken. Und das ist eine Leistung. Die Rechte haben wir sowieso rausgekickt. Also von daher, sage ich mal, waren wir sehr erfolgreich mit einem Budget von 420 Euro. Und da gingen noch 70 Euro für mein Wahlkampfmobil ab. Das war der Bollerwagen, mit dem ich durch die Stadt gezogen bin, der übrigens auch direkt in dem ÖPNV mitgefahren ist. Der ging da nämlich genau rein und das war eine schöne Sache. Mhm. Ja, was hatte ich denn dazu gebracht? Ja, du hast jetzt ja keine Langeweile. Bist Bahnfahrer, bist ja auch jeden Tag unterwegs. Ich muss viel arbeiten. Richtig, richtig. Ich wollte einfach mal einen Akzent setzen. Ich wollte vor allen Dingen auch Themen ansprechen, die vielleicht so nicht angesprochen werden. Und ja, es ist das Bedürfnis der Menschen gewesen, wohl auch mal jemanden an der Spitze dieser Stadtregierung zu sehen, der ja buchstäblich aus der Bevölkerung kommt. Der Bahnfahrer, der da auf dieser Bahn sitzt, der diese Stadt kennt und die Stadt ihn. Und das ist eine wichtige Sache, der die Bodenhaftung hat, in dem Fall auf der Schiene. Und das war mein Antrieb und das war okay. Ja, es waren ein paar starke Themen dabei, ein paar Themen, wo ich sage, da gehe ich mit meinem Herzen sofort mit und Themen, die auch nicht vergessen werden, sondern die weiter bearbeitet werden. Ich glaube, da war ganz gut, dass du sie mal auf die Tagesordnung setzt. Was waren so Themen? Was sind Sachen, die dich antreiben? Warum du sagst, als Bahnfahrer, als Bahnbabo, warum mischst du dich ein? Ja, ich möchte, dass der ÖPNV zum Beispiel in dieser Stadt besser wird. Das war ein ganz wichtiges Thema für mich. Und da sage ich an der Stelle ganz klar und deutlich, ich stehe an der Kreuzung und etwas läuft verkehrt. Ich muss warten, während der Individualverkehr fährt. Die Bahn muss fahren und die Autos können stehen. Wem das nicht passt, der soll doch zu Fuß gehen oder mit mir fahren. Das war ganz klar die Ansage von mir. Und ich meine, wir müssen die Priorität auf den ÖPNV setzen. Das muss eine Daseinsvorsorge sein für die Bevölkerung, so wie das Wasser, das aus dem Wasser herankommt. Und das kostet auch nichts. Und das wollen wir erreichen. Oder sollten wir. Ja, und da habe ich meine Themen gesetzt, genau. Ja, ich höre da raus, kostenloser ÖPNV. Ich finde das Thema außerordentlich gut. Ich wurde vor ein paar Jahren noch dafür verlacht. Dann kam das 9-Euro-Ticket. Heute haben wir die teure Variante 49-Euro-Ticket, beziehungsweise ganz, ganz viele unterschiedliche Sachen. In jedem und anderen Bundesland gibt es nochmal Rabatte und so weiter und so fort. So weit ist der Schritt nicht mehr bis zum kostenlosen ÖPNV. Und ich finde, das ist ein kleiner Schritt, den wir jetzt noch hüpfen müssten. Es gibt eine ganze Menge Menschen, würde es eine höhere Mobilität ermöglichen. Unglaublich. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir gerade Menschen, die finanziell vielleicht nicht so gut aufgestellt sind, und das sind ganz, ganz viele, mehr als wir eigentlich denken, dass wir ihnen die Möglichkeit geben, mobil zu sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Leute, ihr müsst euch vorstellen, die Bahn ist das Taxi des kleinen Mannes. Ganz, ganz wichtig. Also wir brauchen diese Mobilität für Menschen, die sich eben kein Auto oder sowas leisten können. Sollten wir in der Stadt sowieso nicht fahren. Aber das ist ein anderes Thema. Grundsätzlich, lasst die Menschen bitte mobil sein. Dass sie zu ihren Ärzten kommen, dass sie zu ihrer Arbeit kommen. Lasst diese Mobilität auch zuverlässig sein. Gut sein und kostenfrei sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Daseinsvorsorge, so wie wenn du das Wasser aufdrehst am Hahn. Das kommt auch so aus. Also bitte, Leute, denkt mal drüber nach, was geht. Wir müssen nur an der richtigen Stellschraube drehen.
Also hätten wir dich an unserer Seite, wenn wir sagen, hier in Hessen machen wir zukünftig einen ÖPNV, der nichts mehr kostet. Und absolut. Ja, was auch ein Thema ist, was mich selbst persönlich immer am Bahnfahren, was mir große Freude macht, ist, dass das halt so einer der wenigen Punkte im Leben ist, wo wirklich alle Menschen aus allen Schichten, aus allen Ländern zusammenkommen und auch mal miteinander reden, auch mal in Kontakt kommen. Natürlich, wo man sich begegnet, da quietscht es auch mal, gehört auch dazu. Aber es ist eben ein Ort, wo sich viele Menschen begegnen. Das finde ich halt wichtig. Das kann man sich in der Gesellschaft. Deswegen ist ja mein Prinzip, ich baue den ganzen Tag Brücken zwischen allen Generationen und Kulturen. Und über diese Brücke laufen wir von beiden Seiten. In der Mitte der Brücke, da treffen wir uns auf Augenhöhe. Und das ist das Prinzip, das ich in der Bahn umsetze. Und hier haben wir alle möglichen Bevölkerungsgruppen. Und das ist gut so. Wenn man schaut durch die Linie 11 fahren, die fährt schon eine Stadtseite zur anderen, vom Osten nach dem Westen durch, komplett. Da fahren so viele Menschen mit, das ist unfassbar. Und da sind so viele soziale Strukturen zusammen. Und das ist einfach großartig. Das ist großartig. Ja, die Linie 11 kenne ich ganz gut. Er endet hier in der Zugfeldstraße, fährt rüber bis nach Fechenheim. Als ich selbst meine Firma gegründet habe, ich habe damals im Gründerzentrum in Fechenheim gegründet, bin immer diese Strecke entlang gefahren. Es ist wirklich, es war schon wirklich beeindruckend, durch wie viele Stadtteile, was du für Leute begegnest. Auch manchmal ein paar Verstrahlte waren auch dabei, muss man auch dazu sagen. Das macht doch das Leben bunt. Frankfurt ist bunt, so bunt wie das Leben. Ein friedliches Miteinander kann es nur durch Liebe und Toleranz geben. Also lasst uns Frankfurt bunt sein. Ja, und das ist so einer dieser Sätze, die du dann manchmal dann durch die Sprechanlage und wo er dann weiß, man hat dich wieder mal bei uns. Da gibt es manchmal so ein paar ganz nette Sprüche, die du... Also ich habe zum Beispiel gerade Hanau hat mich sehr berührt. Mm. Das war ein Teil von Hanau. Ja. Und da habe ich extra ein kleines Gedicht gemacht und habe den Fahrgästen gesagt, wie schlimm das eigentlich ist, dass es passiert ist. Und die Liebe lässt sich niemals töten. Doch Hass und Gewalt lassen mich vor Zorn erröten. Wann wird der Mensch jemals verstehen, dass Liebe und Harmonie nur gemeinsam einen Weg eingehen? Das habe ich nach Dorn gehängt und sehr betroffen. Also, man muss das, ich mache das sehr gerne, dass ich die Menschen, dass ich versuche, ein Lächeln auf ihr Gesicht zu zaubern und diese Bahnfahrt mal als was Besonderes erleben lasse. Sie von diesen Tagträumen auf ihrem Handy, auf ihrem Tablet für einen Moment wegnehmen. Und das gelingt mir immer ganz gut. Und dass sie mal für den Moment eine Runde um in der Wirklichkeit mit dem Moment haben. Das ist auch echt eine schöne Sache. Ja, absolut. Ja, und das führt die Menschen zusammen. Und das führt mich zu einem anderen Thema. Was gibt es ansonsten noch in unserer Gesellschaft, was uns wirklich zusammenführt? Weil, ich meine, deine Passion ist der Sport. Das ist etwas, was dich auch, ja, letztendlich auch berühmt gemacht hat. Auch dir eine ganze Menge Kraft gibt, und zwar im doppelten Sinne. Und wie bist du zum Sport gekommen? Wie kam das? Ja, ich habe sehr früh gemerkt, mit 15, 16, dass mein Körper auf körperliches Training gut reagiert. Und ich hatte so eine Biegehandel, hieß die damals, so eine Feder. Das war die größte, die es gab, richtig dick. Und die hat dann Griffe an der Seite und die drückte man so zusammen, konnte man übers Knie biegen oder unter dem Knie hoch. Also konnte man schon ganz gute Übungen machen, auch hinter dem Rücken. Und da habe ich gemerkt, dass der Körper recht gut reagiert auf Training. Und dann habe ich das fokussiert und das hat mich sehr begeistert. Meine Mutter las damals immer gerne so kleine Romanheftchen. Ja. Und da waren immer so Bilder drin von tollen Athleten. Und das hat mich sehr fasziniert. Ja, und dann habe ich angefangen zu trainieren. Und das mache ich jetzt seit 38 Jahren. Trainiere ich regelmäßig. Ja, aber doppelt so lange. Ich mache jetzt seit 20 Jahren Training. Für mich war das tatsächlich so eine Sache. Das hat mir Kraft gegeben. Hat mich auch, ich muss auch sagen, das Training, der Sport ist etwas, was halt sehr gerecht ist. Man investiert darin Zeit, man investiert darin Energie. Vielleicht auch zusammen mit anderen. Ich habe oft den Sport gemeinsam mit anderen gemacht. Das führt einen zusammen und macht dann auch wirklich Freude und gibt einfach ein gutes Gefühl. Ja. Und ich finde das was wahnsinnig Tolles. Und ich glaube, dass, also ganz oft sehe ich dich wieder mit Leuten, dann anfängst du dich zu unterhalten, auch so ein paar Tipps weitergibst. Und dann ist natürlich die Flexibilität, dass die andere Säule, also zum einen das Cardio-Training, das Training mit Gewichten gegen den Widerstand. Ja. Und die Flexibilität, die ich auch sehr ausgebaut habe. Also ich bin ganz locker schwanger. Und deswegen auch hier wieder, und da können wir den Bogen zur Politik spannen. Das Leben ist manchmal ein Spagat. Mal ist es leicht, mal ist es hart. Doch bist du biegsam, wie der Baum im Wind. Kein Lebenssturm dich je bezwingt. Da sind wir nämlich genau an dem Punkt. Der Sport kann uns sehr, sehr viel geben. Ja, nur die Frage ist jetzt, wenn man das mit der Politik vergleicht, ist zu viel Flexibilität, zu viel Biegsamkeit der Politiker was Richtiges?
Ich denke, wenn man es richtig macht, ist es schon sehr wichtig, dass man flexibel ist und auf die verschiedensten Probleme der Menschen eingehen kann und sich nicht fokussiert nur auf so ein paar Sachen und dann eben so unflexibel ist, dass man nicht reagieren kann auf Probleme, die Menschen sehr wichtig sind. Und solche Probleme können ruckzuck auftreten. Wir haben das jetzt hier in Deutschland gesehen, dass es gab im Osten Europas den Ukraine-Krieg. Viele Menschen sind geflüchtet, sind hierher gekommen. Wir mussten uns daran anpassen. Viele Menschen haben wir aufgenommen in Deutschland, die vor Flucht und Vertreibung hierher gekommen sind. Auf der anderen Seite hat es aber auch für die Menschen, die hier wohnen, natürlich ganz praktische Folgen. Die Inflation, es gibt plötzlich steigende Lebenshaltungskosten. Den Menschen steht das Wasser bis zum Hals. Wortwörtlich. Ich bin jetzt im Moment in dem Wahlkampf und bin ganz viel unterwegs. Sprich mit Menschen, egal ob ich jetzt in Griesheim bin, in Sossenheim. Ich würde sagen, mir, es reicht einfach nicht mehr bis zum Ende des Monats. Und das ist etwas, was mich schon sehr bedrückt. Und es trifft leider, wie meistens, die Ärmsten als allererstes. Die, die vielleicht 2, 3 Kinder haben, alleinerziehend sind, von Krankheiten gezeichnet sind, einfach Schwierigkeiten haben, das Leben zu bezwingen. Absolut. Absolut. Ja. Die suchen nach Halt, die suchen nach Unterstützung. Und ich finde, das muss die Politik bieten. Ja. Und darf diese Menschen nicht allein lassen. Und deswegen bin ich auch immer so erschrocken, wenn ich sehe, wie Menschen fluchtartig mein Fahrzeug verlassen, weil der Prüfdienst einsteigt. Da ist eine große Angst da. Und das sollte so nicht sein. Die Leute wollen irgendwo hin, die müssen irgendwo hin. Das ist ganz, ganz wichtig. Und sie haben nur diese Möglichkeit, mit diesem ÖPNV zu fahren. Mhm. Und dann haben sie eben keinen Fahrschein, weil sie sich tatsächlich nicht mehr leisten können. Mhm. Und das ist für manche Menschen schon eine Herausforderung, sich einen regelmäßigen Fahrschein zu leisten. Und das finde ich nicht gut. Ich hatte jetzt am Wochenende, am Sonntag, ein Gespräch mit einem Herrn, der ist alleinerziehend, hat schwere Krankheiten, hatte leider nicht durchgehende Versicherungszeiten und lebt von ganz, ganz wenig Geld und versucht einfach nur so lange durchzuhalten, um seine Söhne noch großzuziehen. Das hat mich, offen gesagt, das hat mich tief bewegt und ich habe mir die Frage gestellt, was kann man da machen in so einem Fall? Ich meine, er hat zum Glück, kriegt er von bestimmten Leuten auch mal Unterstützung. Jetzt heute habe ich gehört, dass das Bürgergeld deutlich erhöht wird. Das ist wirklich eine gute Nachricht, gerade für die Menschen, die am Limit leben, um über den Monat zu kommen. Aber dann denke ich mir, wenn Leute unverschuldet wirklich in so eine Lebenssituation kommen und dass man ihnen Hoffnung spendet, dass man ihnen ein Lächeln aufs Gesicht zaubert und dass sie eben nicht nur kämpfen müssen, sondern einfach manchmal auch vom Leben merken, dass sie was davon haben. Und das finde ich unheimlich wichtig. Und das ist, deswegen bewundere ich deine Arbeit, dass du halt, ich meine, dein Job ist hart, dein Job ist anstrengend. Absolut. So ist jetzt, sagen wir ganz offen, öffentlicher Dienst ist nicht unbedingt überbezahlt. Und trotzdem gehst du mit einer guten Laune rein und ich finde, das ist großartig. Also ich bin das kleinste Licht an diesem Baum, muss man so sagen. Und ihr könnt gerne meinen TVN4 googeln, dann wisst ihr, was ich habe. Ja, ich... Ist ja öffentlicher Dienst kein Geheimnis, gell? Nein, ist nicht unbedingt ein Geheimnis. Und ja... Ich bin ein sehr bescheidener Mensch und deswegen kann ich mir trotzdem noch leisten, viel Charity zu machen. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Mhm. Für Kinder, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, Kinder, die alle eingeschüchtert sind oder traumatisiert sind, im Verein Mein Lichtblick, das möchte ich hier auch nochmal deutlich sagen, Verein, der Kinderwünsche erfüllt und auch letzte Wünsche. Das mache ich sehr oft. Mhm. Da würde ich gerne noch ein paar Worte drüber verlieren, dass wir darüber mal sprechen, weil ich meine, wir haben jetzt darüber gesprochen, was es an Problemen gibt. Gerade auch Familien, gerade auch Kinder haben oftmals ganz, ganz große Schwierigkeiten. Du bist jemand, der gerne etwas zurückgibt und da würde ich gerne auch ein bisschen was erfahren, was sind da dein Projekt, an dem du arbeitest. Also wenn ich das so sagen darf, Mein Lichtblick in Sachsenhausen am Kolosseum erfüllt eben diesen Kinderwünsche und Netzwünsche aus Spendenaufkommen oder dass ein Besserhelfer, so wie ich das bin, hingeht und sagt, ich habe 500 Euro Budget, bitte, was habt ihr für einen Wunsch da? Ich habe jetzt gerade, ihr könnt euch das mal angucken, auf YouTube Bahnbabo eingeben, Sat.1 Frühstücksfernsehen. Da habe ich gerade einen Wunsch erfüllt, das ging um Hayley. Hayley ist geboren worden in der 22. Schwangerschaftswoche, das ist sehr, sehr wenig Leute. Und Hayley wog 600 Gramm. Das emotionalisiert mich sehr, das ist nichts. Leute, das ist nichts. Sie kam in der Spezialklinik nach Wölfersheim, die Mutter wohnt in Dietzenbach, und hatte nicht die finanziellen Mittel, ihr Kind regelmäßig zu besuchen. Und das ist ganz, ganz schlimm. Leute, da kriegt so eine Mutter ihr Kind und das ist so klein, das ist in diese Spezialklinik, wo es, da kann sie da nicht hin und mit diesem Handschuh in diesen Kasten greifen und das Kind bürgeln. Ja. Ey Leute, das geht nicht. So eine Gesellschaft, wie du mit deinen Schwächsten umgehst, das zeigt doch, wie eine Gesellschaft ist und ich finde, das ist halt ein Punkt. Und da hat sie von mir 500 Euro bekommen, dass sie das machen kann und das ist für mich sehr wichtig, das macht mich glücklich. Dafür lebe ich in einer Einzimmerwohnung, Leute.
Ja, da wo andere eine schöne Garnitur stehen haben, da steht bei mir die Handelbank. Mein Leben, meine Passion. Mhm. Egal. Ja, aber ich finde das gut, du stehst da zu deinen Werten. Ich finde, das ist etwas, vielleicht das Thema Werte ist das, was jetzt gerade da durchschwingt. Du hast ganz klare Werte. So, die können die Leute gut finden oder nicht. Du setzt dich für andere ein, du machst deinen Sport, du machst deine Arbeit, alles daran machst du gut. Aber vielleicht fehlt etwas bei uns in unserer Gesellschaft, was die Werte angeht. Weil wir haben jetzt gerade von den Fällen gehört, wo aber einfach keine Hilfe kommt, wo eine Krankenkasse so etwas nicht finanziert, wo Menschen alleingelassen werden, wirklich in schwierigen Situationen, wo Kinder tatsächlich in der Armut leben und die Chancen, das Potenzial, das sie haben, einfach nicht ausleben können. Hier geht sehr viel Potenzial für. Ich meine, das ist, glaube ich, der Punkt, wo man zwar als Einzelner helfen kann, da habe ich auch den größten Respekt vor. Es gibt ganz viele Vereine, es gibt ganz viele Institutionen, es gibt auch begeisterte Einzelpersonen, die etwas tun für andere. Aber eigentlich ist es eine Aufgabe in der Gesellschaft, dass sie das gesamtgesellschaftlich löst. Und dass es diese krassen Gegensätze, dass es die nicht mehr geben darf. Und da, glaube ich, müssen wir verdammt viel machen. Und für mich tatsächlich ist auch der Punkt, warum ich praktisch angefangen habe, mich politisch zu engagieren. Ich habe immer wieder diese Ungerechtigkeiten gesehen. Und manchmal fragt man sich, warum engagiert man sich politisch? Und für mich ist das immer noch der Punkt. Wenn ich dann so eine Geschichte wie das höre, was mich tief berührt, dann sage ich ehrlich, das können wir in diesem Land nicht akzeptieren. Absolut. Das dürfen wir nicht akzeptieren. Ja, absolut. Und jeder, der sagt, alles ist wunderbar hier, der kennt das Leben nicht. Und der sollte sich vielleicht auch ab und zu mal umschauen. Also Leute, wenn ihr wollt, geht einfach mal rüber zum Einen Lichtblick. Schaut euch an, was da für Wünsche sind. Und wenn ihr wollt, könnt ihr da helfen. Das ist, wie gesagt, es wird euch keiner auf der Tasche liegen und sagen, hier, gib mal Geld. Nein, ihr könnt, wenn ihr wollt, Wünsche erfüllen. Und dann geht das auch, wenn ihr das tut, direkt da rein. Es gibt da keinen Abzug für irgendwas. Und ihr könnt sehen, was ihr da tut. Ihr könnt genau sehen, wen ihr da unterstützt. Und so mache ich das auch. Und das ist ganz, ganz wichtig. Natürlich sollte die Gesamtheit unseres Landes das eigentlich tun. Aber es funktioniert halt nicht. Und deswegen ehrenhaft dein politisches Engagement. Und deswegen sitze ich heute hier, um dich ein bisschen auch zu unterstützen. Ja, und das, was ihr alle machen könnt, ist, wie gesagt, engagiert euch. Egal wo im Leben, wenn ihr einen Punkt seht, wenn ihr einen Verein unterstützen wollt, wenn ihr vielleicht jemanden ehrenamtlich unterstützen wollt, wenn ihr vielleicht jemandem Nachhilfe gibt, der das braucht, wer vielleicht auch nur der Nachbarin die Tür aufhaltet oder ihr ein paar Einkäufe bringt, macht das, engagiert euch. Und das ist eben dann die Chance, die ihr nochmal alle 4-5 Jahre habt, jetzt das nächste Mal im Oktober, geht wählen. Absolut. Sorge dafür, dass Leute, die Gesellschaft sich verändert. Demokratie bedeutet, wir können alle mitbestimmen. Dennoch sollten wir uns jedes Mal wieder auf diese Freiheit zurückbesinnen. Demokratie heißt aber auch, wir sollten alle wählen gehen, denn sonst werden am Ende die, die wir gar nicht wollen, an der Spitze stehen. Und das ist der Appell an euch alle. Bitte geht wählen. Wenn die Leute mich fragen, was geht, Warnbabo, dann sage ich, geht wählen. Ganz wichtig. Warnbabo, vielen Dank für deine Zeit. Ja, ist doch so, oder? Ja. Der Lino ist mega gechillt, das kann ich euch sagen. Und der Bizeps passt auch.